In Minecraft ist er der nette Junge von nebenan, der kleine süße Kürbiskopf. Doch in GTA, in Los Santos, ist er Aslak P. Dizzle, ein weißer True Gangster aus dem Ghetto, mit seinem Ghetto-Bruder Harald. Er versucht, dem Ghetto zu entfliehen, fährt illegale Rennen, um ein wenig Geld zu verdienen. Doch die Gesellschaft verachtet ihn. Doch Aslak P. Dizzle glaubt an seinen großen Traum. Ein eigenes Haus, eine geile Karre und geile Chicks. Doch trotzdem träumt er davon. Er träumt davon, Rache zu nehmen an der Gesellschaft. Doch damit er sich an der Gesellschaft rächen kann und um Kohle, fette Autos und geile Chicks zu bekommen, benötigt Aslak P. Dizzle Geld. Und wie holt er sich das Geld? Natürlich mit illegalen Straßenrennen und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten GTA 5 Online Part seit einer gefühlten Ewigkeit. Ich hoffe, euch hat diese Einführung von Aslak P. Dizzle gefallen. Ich dachte mir, ich mache für diesen ersten Part ein kleines Special, so eine kleine Einführung von Aslak P. Dizzle. Wollt ihr überhaupt mehr sehen von GTA 5 Online? Dann lasst auf jeden Fall ein Like da, um mir zu signalisieren, dass ich doch mal wieder gerne einen Part machen könnte. Oder schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Übrigens, nehmt Aslak P. Dizzle nicht allzu ernst. Er ist einfach so eine komische Quatschkopffigur von P. Dizzle, die einfach so ein krasser Gangster ist. Ich meine, welcher Gangster trägt schon einen orangenen Trainingsanzug, eine komische goldene Sonnenbrille und irgendwie sieht er generell, also diese Kopfbedeckung, einfach traumhaft. Leute, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem GTA 5 Online Part zusammen mit German. Let's play! P. Dizzle, lass mich vor! Nein! Oh, okay. ich hab den Start! Nein! Du hast direkt den Start verkackt! Wo bist du? Ach, hi, Manuel! Das bin ich! Du mieses Dreckschwein! Ich wollte kuscheln! Ja. Ich werde dich jetzt so. Du weißt, welchen Wagen ich habe, ne? Ja. Bitte verschone mich! Ich bin. Weißt du, warum ich jetzt gestorben bin? Weil ich in einem gespawnt bin. Also, ich bin in einen gefahren, der gerade gespawnt ist und bin deswegen weggebuggt. Danke, Pedutze. Ja, bitte. Oh! Alter, mich will hier Palu, einer richtig... Guck, was ist das? Nein! Ich wurde weggebuggt. Siehst du mich? Nein, was ist denn das? Los? Ich wurde runtergecrashed. Doppelt bis dreimal so schnell wie ihr. Okay. Ohne Witz. Wie wieder bist du denn? In Fall, ja, 13, aber ich wieder so. Über alles geflogen bin. Okay. Oh, Mann. Was kostet denn dein Wagen? 500.000? Alter, jetzt kann der Typ mal aufhören, mich zu crashen? Junge, ich bin Achter. Nein, nicht, dass du doch kommst. Das ist, also, ich darf nicht auf Gas drücken, wenn ich nicht weiß, was vor mir ist. hier würde ich sogar fast auf die nächste Strecke fliegen. Okay, komm schon. Was soll das? Hier die Kurve. Wie ein junger Gott nehmen. Oh, das war ein guter, war eine gute Kurve. Da war eine sehr. Oh, da kurz quer gestanden. Ich merke schon, du bist richtig von dir begeistert gerade. Alter, die Kurve, ich war geil. Oh, Alter, ich bin so ein geiler Typ. Kurz auf K. Oh, hier könnte man sich treffen. Nein. Oh, hier ein bisschen zu sehr abgebremst. Dann müssen wir jetzt hier aber. Ach. Bist du wieder zu weit geflogen? Nee, ich habe mich achtfach gedreht. Ich bin leider 12. Oh, der? Der könnte jetzt das ein bisschen verkacken. Ach komm. Das ist eine schöne Strecke. Ein Taschentuch. Hier in Venice Beach. Hier war ich auch mal. Taschentuch. Da bin ich mit. Nein. Jetzt da hier zwischen. Du? Nein! Ey! Okay. Faut dich einer? Ja, der wollte mucken. Da habe ich ihn gedreht. Das hat gemuckt. Ich bin auf Überholspur. Alter. Wenn er gleich irgendwo eine gerade Strecke kommt, ihr habt alle versagt. Ihr habt alle versagt. Ja, ich habe einen richtig aus dem Leben gekickt. Das ist ein schönes Gefühl, ne? Oh, jetzt hier wieder auf die
Ah, die anderen kommen ist hier toll. Besser. Ich muss. Oh, ich verliere gerade richtig viel Tempo. Mist. Geht's einfach mal vom Gas, sobald ich irgendwas sehe, was an der Sprungschanze aussieht. Also, sorry. Oh, jetzt sind wir into the city. Hab gerade ein paar Meter verloren. Bist du denn schon? Alter, wie krass. Hier steht einer einfach nur rum. Hä? Das war richtig unnötig gerade. Da habe ich mega viel Zeit verloren. Ach, Runde 2 von 2. Was? Oh, yes. Ist an dem vorbei. Ich habe mich in dem Tunnel komplett gedreht. Also komplett um den herum, im Kreis. Ich muss irgendwie an den Typen herankommen. Gib mir den Schatten. Ich weiß, welchen Typen du meintest. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich hab's geschafft. Wie vielter bist du denn? Fünfter. Oh. Also ich bin. Es ist möglich, dass Pidusel vielleicht in die Top 3 kommen. Nichts ist unmöglich. Ja, aber dann darf ich mir. Nein, 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 ich bin so ein Spasti. Nein! Oh, hier ist jemand gecrashed. Schön an dem vorbeifahren. Nein! Was? Jetzt macht er, dass ihr wegkommt! Zieh doch! Nein! Fünfter! Oh, ich konnte es schmecken. Manuel, was los? Ich bin wieder drüber geflogen. Ich hasse diesen Wagen. Der ist so schnell. Das kannst du doch keinem erzählen, dass es einen zu schnellen Wagen gibt. Nein, jetzt lass mich doch. Oh Gott, das wollte ich nicht! Hast du wieder einen getötet? Ja, ich habe einen getötet. Oh, die sind nicht so weit weg. Du erzählst mir von Sachen, die kommen bei mir eine halbe Stunde später. Oh, jetzt ist hier wieder einer. Hier ist so ein Aslak hinter mir. Was? Ich seh's. Das war so ein richtiger Fall. Was war das denn für ein Moloch? Welcher davon bist du? Der ist einfach falsch gefahren. Ich wollte auch gerade in dich reinfahren. Ja, wollte ich gerade auch. Ja, aber warum? Also, weil wir dich nicht mögen. Ja, aber dieser eine Typ muss mich abgrundtief hassen, Mann. Wir sind im Anti-Pedesel-Clan. Mann, oh oh. Ja, einer von... Stell dich gerade. Okay, Glück gehabt. Alter, wie vielter bist du? Vierter. Ich bin Achter und ich sehe gerade drei Leute vor mir. Ja, sie sind in der Luft gecrashed. Oh mein Gott, ich hab... Warte, Vierter? Ja. Ich sehe den Fünften sogar schon. Oh Gott, hier ist der Dritte. Ja, ich sehe dich. Komm, Pidesel, flieg und sieg. Flieg und sieg. Ich sehe dich. I see you. Nein, mach, dass du wegkommst. Nee, ich mach, dass ich hinkomme. Oh nein, bitte nicht. Komm. Jetzt hier wieder auf diese andere Seite. Oh, diesmal nehmen wir den Tunnel elegant. Ich bin auch richtig gut dabei. Jetzt nur noch... Oh, warte mal, hier weiß ich auf jeden Fall. Oh, die Beschleunigung ist so krass. Nein, er hat das... Ja! Nein, fuck, ich werde dich nicht mehr kriegen. Ja. Nein. Ja, nein. Yes. Komm. Sauber! Alter. Was ist das denn für eine Geste? Party! Da ja, ist noch mal. Aslak Pidesel sagt, Daumen hoch. Ach, Aslak Pidesel, du bist der Beste. Mit deinem orangen Sweater. Oh ja. Was im Knast? Ja. Bin der Marsch. Nee, so ein bisschen wegen, ich bin bei der Müllabfuhr. Ach so. Super Start. Oh lol, es wird wieder ein Young gezeigt, aber ich hab's trotzdem geschafft. Ein super Start gehabt. Du bist ja auch super. Alter, da gönne ich mir direkt den ersten. Auf! Oh. Alter, der eine will mich wegcrashen. Und dann einfach irgend so ein Schniedelwurz ist da runtergefallen. Ein Schniedelwurz? Okay. Das ist eigentlich auch ein sehr, sehr lustiges Wort. Ja. Schniedelwurz. Was bist du denn für ein Schniedelwurz? Ja, ist eigentlich Schniedelwurz. Lustig. Wer hat das denn erfunden auch? Solche Molochs, ey. Kann mir den einer vorstellen, der das... Ich würde ihn gerne kennenlernen, der den erfunden hat. Ich würde ihm gerne die Hand schütteln. Dem alten ja, Schniedelwurz. Oh ja. Schon. Oh, ich bin nicht vom Motorrad gefallen. Oh, jetzt aber. Was? Oh Gott, ich lag kurzzeitig auf dem Boden. Was habt ihr denn da hinten gemacht? Ich bin Dritter. Wo geht's denn hier längs? Nein, ich bin falsch gefahren! Ich auch. Gib mir... Respawn! Ich bin falsch gefahren und bin trotzdem noch Dritter. Hä, wie konnte ich denn da so... Ich bin Zweiter, Alter. Was ist denn hier los? Das ist richtig cool. Keine Ahnung. Hallo. Tschüss. Nein! Warum hättest du mich fast noch gedreht? Wow! Ich hab den komplett aus dem gekickt. Komm, fahr, Pidesel. Alter, wo ist der denn gelandet? Ich hab's gesehen. Junge, den hast du aus dem Leben geschossen. Pass auf, bleib links.
Ich bin rechts. Ich rette dich. Ich bin Erster. Was? Was war das denn gerade von. Der eine hat so einen richtig komischen Stunt gebracht. Der Hex. Komm schon. Immer wenn einer vor dir ist, kannst du den Hacker nennen. Denk dran. Ja, das bist du. Du bist dann der Hacker. Scheiße, ja, stimmt. Ja, aber ich sag aber mal, ich hab an. Also, wo ist das Problem? Ja, stimmt. Du bist. Kommunizier das ja ganz offensichtlich. Mein Dude kann sich auf dem Ding irgendwie nicht regeln. Oh. Oh, geil. Geil. Ey, das ist ein geiles Rennen. Komm schon. Hä, aber, also so eine Runde habe ich auch noch nicht erlebt, wo du einfach richtig verkackst und dann einfach noch Zweiter bleibst. Oder Dritter. Ja, ja, das stimmt. Normalerweise gibt es immer einen Johnny. Ja, oder eher so eine ganze Gruppe von Johnnies, die richtig reinballern. Und wenn du einen Fehler machst, dann ist Game over. Ja, dann eben. Siehst dann siehst du die vor allen Dingen dann auch nie wieder. Ja, eben. Die sind eben einfach komplett weg. Die haben sich dann ein Flugzeug gemietet und sehen ihn Malle. Die sind ihn Malle. Oh Gott. Ah, weißt du, welches Rennen das ist? Ja, ja, wo du nicht aufgenommen hast. Leute, da bist du ja! Mann, dass du wegkommst! Nee, boah, wäre hier das Ziel, ne? Boah, das wäre. Also hier ist ja das Ziel, aber. Ja, ja. Aber noch nicht jetzt. Nicht noch heute. Nicht jetzt, Mengel. Nein. Nein! Komm, Junge! Ja. Ich hab Instant. Du mieses. Ach, Manuel, das war mal wieder ein kleiner Kufa der Freundschaft. Aber weißt du was? Ja? Hier ist keiner. Was? Ich bin Zweiter. Ah, doch, einer ist. Nein! Jawohl! Aslak! Aslak, geh weg! Es kann nur einen Aslak geben. Stimmt. Und das ist Aslak Pidizzle. Und ich kann. Nein! Ich bin hier hängen geblieben. Ernsthaft? Oh, Mann. Aber nicht in der Mitte, oder? Nee, 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 ist alles. Oh Gott, Alter, das hat der Zweite, ich kann den Zweiten noch einholen. Jetzt! Nein. Nein. Nein, ich hab einen Unfall gebaut. Nein.